Herzlich willkommen zurück zu Minecraft Furo. Beim letzten Mal haben wir uns ein Grid gebaut, einen Controller und einen Solderer und wollen dieses Mal ein Disk Drive basteln, mit dem wir dann ein neues Storage-System uns aufbauen können. Jo. Und wenn wir das diese Woche geschafft haben, suchen wir uns ein neues Ziel. Was ich dafür brauche, sind Diamanten zuallererst mal. Da sind keine drin. Da habe ich welche. Nehmen wir mal 10 mit. Und dann möchte ich hier noch mal ein bisschen Quarz. Den habe ich hier, meine ich, noch drin. Ja, dass ich da die... Upsa. Hälfte bitte mitnehmen. Sehr gut. Eisen, so habe ich noch mit, weil wir brauchen dafür nochmal so ein Machine Casing und eine Truhe. Dafür habe ich ein... Doch, ich habe genug Holz dabei. Das ist dann kein Problem. Dann müssen wir dann nachher noch die Storage Disks machen, nicht? Und das sind Storage Housing. Ich hoffe mal, dass das Disk Drive wichtig ist. Ja, mal schauen, was auch immer passieren wird. Irgendwas wird passieren. Und wenn wir es... nicht brauchen, dann haben wir es wenigstens. So, Machine Casing, stimmt. Dafür brauchen wir nämlich noch ein bisschen mehr davon. Zack, haben wir's. Dann brauche ich den Advanced Processor. Den kriege ich, indem ich ich suche die gesamte Zeit das Item. Einmal ganz kurz einen Diamantenklein Zimmer. Dann muss ich nochmal ein... Habe ich doch hier. Was guckst du denn so blöd? Das machen. Zack, habe ich. Und dann muss ich jetzt einmal so machen. Dann wird das nämlich jetzt auch einmal zusammengequetscht. Wie schaut es mit dem Strom aus? Oh, wir verlieren ziemlich viel, glaube ich. Wäre, glaube ich, klüger, würde ich mich darum kümmern, ein bisschen mehr Strom zu bekommen. Achso, das ist gerade der Controller. Auf den möchte ich nicht zugreifen. Bitte, Dankeschön. Damit haben wir den Prozessor und dann können wir uns ein... Achso, das muss ich im Disk Drive machen. Ach, nicht im Disk Drive, im Solra. Ich brauche noch eine Kiste. Aha, war doch ziemlich klug, dass ich mir den hier hingestellt habe. Und dann... Bap, wird das jetzt einmal zusammengemacht. So geht. Oh, das dauert sogar einen kleinen Moment, wie ich das gerade bemerke. Aber das ist nicht schlimm. Ein bisschen mehr Zeit zum Reden bei schöner... Oh, Polybridge-Musik ist das. Ein, wie ich finde, sehr angenehmer Soundtrack, den das Spiel hat. Es ist sehr schön ruhig. Wäre vielleicht auch so ein Freitagabendspiel, was ich irgendwann mal machen könnte. So, damit haben wir den Disk Drive. Muss ich den auch an einem Controller anschließen oder reicht es, wenn ich... den da so hinsetze? Grid. Okay. Compare Damage, yes. Compare NBT. Ach, die können auch Fluids, Items. Die können auch kaputt gehen. Das wäre jetzt nicht schön. Okay, da brauche ich da Disk Drive. Muss ich den... Ich weiß nicht, wofür bräuchte ich ein Storage Housing? Keine Ahnung. Machen wir erstmal Storage Disks. Wie mache ich denn... Schon wären wir bei 64k. Oh. Das ist einfach ganz normal Glas. Das heißt, ich brauche Storage Parts. Wie mache ich die? Wie mache ich... Das ist 500... Achso, das ist wieder Fluid. Wie mache ich das? Dafür brauche ich... Achso, das ist dann... 3x16. Was ich brauche? Für 16 brauche ich... 3x4. Für 4 brauche ich 3x1. Ja, und was brauche ich für 1? Okay. Glas, Quartz, Enriched Iron, ganz normales Silicon und Redstone. Das bedeutet, ich brauche 27 Quartz Enriched Iron und 4 Silicon. Ich bin noch blöd. Nicht 4.
Mein Kopf lässt mich gerade so ein bisschen im Strich. 120 minus 3 mal 4. Ne? Wenn wir das jetzt mal ganz kurz rechnen, dann haben wir da 104. Richtig, richtig. Wenn ich jetzt nicht alles falsch gemacht habe. Und dann habe ich nochmal 3 mal... kann ich? Doch, 3 mal 27. Das sind 81. Das heißt, ich brauche 81 Glas. Sehr viel Silicon. Für ein so ein Teil, okay. Und dann stellt sich heraus, es geht kaputt. Das wäre ziemlich traurig. Gut. Ich brauche dafür auch nochmal Diamanten und so weiter. Auf jeden Fall. Das ist erstmal... Das ist eine... Achso. Hä? Achso, das ist nur für die Storage Parts, merke ich gerade. Oh. Das ist... Warte, das ist Fluid... Da... 64K Storage Disk. Nun gut. Ach, da muss ich... Achso, ich könnte quasi ein Storage Housing bauen und dann kann ich da einfach... Ah, okay, das ergibt Sinn. Gut. Dann habe ich das verstanden, wofür ich das Storage Housing theoretisch bräuchte. Gut, wie baue ich Silicon? Ist jetzt erstmal die andere Frage für mich. Silicon. Das war einfach... Sand in die Sackmill. Okay, Sand habe ich mehr als genug. Da kann ich nämlich einfach so machen. Bob. Und dann einmal so klein machen. Solange das jetzt nicht automatisch gebrannt wird, natürlich. Was würde passieren, würde ich... Guck mal, es gibt Ender.io und... Ach, das wäre aus Netherquarz. Na holla, die Waldfee. Nee, dann nehme ich lieber... Hat das sogar nur eine 50% Chance? Ja, gut. Geht schlimmer. Achso, das ist eine 50% Chance, wenn das ein Compressed Sandblock ist. Oh. Was, wenn das ganz... Aber ganz normalen Sand ist es eine 50%, dass ich einen rausbekomme. Ja, guck mal, da kriege ich welchen raus. Wie viel habe ich gesagt, brauche ich davon? 104. Oi. Ein bisschen mehr Sand. Damit durchjagen, bitte. Dann brauche ich nochmal... 27... 27 von dem... Quartz Enriched Iron. Das Ding ist ja nicht mehr unbedingt so teuer. Halt wirklich nicht, das ist ja das Schöne. Zack. Und da kriege ich ja irgendwie 10 pro raus. Ja, nur, was ist denn das? Achso, das sind Iron Rods. Gut. Und 81 Glas. Wie viel Glas habe ich? Ich glaube nicht 81. Oh. Ja, ne? Das heißt, wir müssen jetzt nur noch auf Silicon warten. Da sind wir bei 60 schon. Dich könnte ich quasi verschnellen. Ich habe hier doch, da habe ich ein Dings drin, wenn ich dich da reinsetze, Io. Dann geht das ratzifatzi hier. Kriegt auch mehr Strom rein. Und was haben wir hier draußen? Ich kann mir ja ganz kurz, ja doch. Ich habe dir gesagt, ich mache das zwischen den Folgen, aber ich kann das jetzt auch so kurz in die Hand nehmen. Man sieht dann auch hier, ne, das dauert ewig. Das liegt daran, dass das dass der Magma Crucible ewig braucht, den Stein zu Lava oder so zu machen. Gut, da wird das Obsidian rübergepfeffert. Da können wir einmal unten schauen, wie das jetzt mit der Decke ausschaut. Ich glaube, wir brauchen dann noch mindestens 100, 200 weitere Obsidian. Aber ja, es dauert halt einen Moment. So, hier übrigens, ne, wenn man dann so hier runter geht, ups, ich habe mich in die falsche Ecke gedreht. Sehr gut, ich. Schaut doch ziemlich gut aus. Ja, doch, gefällt mir so. Das Gebäude hier muss ich nochmal komplett abreißen, das gefällt mir nicht. Deckenmäßig gut. Ja, doch, es könnte. Ne, man sieht, hier fehlt noch quasi eine komplette Bahn, eine komplette Bahntapete. Hatten wir nicht genug Geld? Wir sind Studenten.
Da hast du mal zwei Rollentapete und dann fehlt dir eine. Das ist ganz normal, das passiert so. Kann man nichts dagegen unternehmen. Und ja, ich weiß, da muss ich noch den Stein wieder reinsetzen. Und da oben habe ich jetzt auch Löcher drin. Da muss ich mich auch noch drum kümmern. So. Dann fliegen wir jetzt immer wieder hoch. Hui. Doch, es gefällt mir. Also hätte man diese Geschwindigkeit, wäre es ein bisschen schöner. Aber nur gut, nur gut. Ich beschwere mich nicht fürs Erste. Noch nicht. Also ich beschwere mich die gesamte Zeit, aber... Dann wupp. Um die Ecke, um die Ecke, um die Ecke. Hoch, 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 hoch. Kriegst du gleich zurück. Schau mal, da guckt, haben wir doch mehr als genug. Ja, das passt locker. Das heißt, ich kann da jetzt einmal... Da, Storage Part. Achso. Ja doch, ich habe genug Redstone dabei. 1, 2, 3, 4... 8, 12, 16, 20, 1, 2, 3. Damit habe ich jetzt die Storage-Dinger. Was brauche ich hierfür? Okay, gehen wir mal weiter. Ich habe hier immer so schön ein Blatt Papier neben mich. Neben mir? Neben mich, wow. Dafür brauche ich Eisen. Warte, wie viel brauche ich davon? Habe ich jetzt schlecht aufgepasst? Das kann sehr gut sein. Ich brauche 27 davon. Nee, hiervon brauche ich 9. Doch, alles gut. Das heißt, ich brauche 9 mal 4 Eisen. Das sind 36 für jeden, der in Mathe aufgepasst hat. Jetzt muss ich ein bisschen mehr holen. Und für jeden, den es nicht interessiert, das passiert. Ich brauche noch mehr Silicon dafür, wenn ich mich jetzt nicht irre. Ne, dafür brauche ich nämlich auch jetzt nochmal 36 Silicon und nochmal 36 Redstone. Dann nehme ich mir lieber nochmal welche mit. Hat jetzt doch, war jetzt doch nicht schlecht, dass ich da so ein bisschen was an... Wie schimpft es sich? Gott verflucht, ich bin mit den Gedanken immer woanders. Ich habe nicht genug Silicon mit. Ich bin ein Held. Ich weiß nicht mehr, was ich sagen wollte. Ach so, ja, dass wir mit der Quarry ein bisschen viel abgebaut haben. Quasi alles hier unten drunter, nur damit ich ein bisschen Spaß haben kann. Das ist die falsche Truhe. Das ist noch immer die falsche Truhe. Zack. 36 habe ich gesagt. Das ist ja nicht schwer. Hopp, hopp, hopp. Dann gehen wir einmal runter, denn hier unten ist der Solderer. Das ist für eine so eine blöde Festplatte. Achtung, gute Güte. So. Dann... Achso, der arbeitet ja jetzt auch ein bisschen länger, ne? Ich glaube, dass ich doch schon, ne, diese Woche vielleicht ein bisschen mehr an Dings machen sollte. An Strom. Wir haben neue Solarzellen. Kommt dazu, die sind jetzt sehr gut sogar im Vergleich zu dem, was wir jetzt haben. Gut, das heißt, wir machen da das Silicon. Achso, das ist das... andere Eisen. Mein Inventar ist voll wie nichts, das ist schrecklich. Schauen wir mal, dass ich da irgendwas wegbringen kann. Die Drawer, da möchte ich vermutlich auch irgendwann nochmal wegpacken. Schaut nicht so schön aus, wie ich es ein bisschen gehofft habe. Limestone, die Treppe kann weg, das Theorie, der Cobblestone, den brauche ich nicht mehr, den Bucket brauche ich nicht mehr. Gut, das heißt, wir haben gleich unseren neuen Storage Parts. Achso, da muss ich ja noch das Eisen pressen, solden, wie auch immer. Aber das ist ja auch kein, dürfte kein Problem darstellen. Ich hätte mir einen zweiten davon basteln sollen, das wäre klug gewesen. Die schauen auch nahezu identisch aus, das ist schon erstaunlich. Nur gut, es ist ja quasi der gleiche Stoff, nur mit ein bisschen mehr Quarz. So. Theoretisch kann ich mal schauen, was die Mauer macht, die jetzt Zottel da entlang ziehen möchte. Ne? Der hat ja... Eigentlich wollte der sich nur bei sich die Mauer bauen. Hat dann aber jetzt umentschieden und gesagt... Beziehungsweise er wurde genötigt dazu, dass er weiterbaut.
So, das ist. Ach so, ja. Tja, ach, dann hat er höchstwahrscheinlich einfach nur bis dahin aus Versehen alles weggebustelt. Das und das ist es der. Wird es jetzt hier abgetragen? Oder wird es schon aufgebaut? Das ist jetzt für mich die Frage. Wer steht denn da hinten? Da hinten ist Zottel. Habe ich gerade irgendwas aufgesammelt? Ich hoffe nicht. Das ist der Dimensional Transreceiver. Das ist der Chunkloader und Builderblock Modular Storage. Ich gehe da mal davon aus, dass der hier noch abbaut. Schauen wir mal. Eigentlich müsste dann hier alles so futsch gehen, dachte ich. Hätte ich erwartet. Die Frage ist, warum baut er hier ab? Also das verstehe ich jetzt nicht. Weil die Mauer geht doch hier entlang. So. Oder möchte er das hier entlang ziehen? Oder wird das ein Fluss? Oder? Bin ich verwundert? Tue ich ein verwundert sein, was hier gemacht wird? Naja, ich werde es ja sehen. Ihr dann auch. Zottel, der wird ja definitiv noch ein bisschen mehr streamen und aufnehmen. Da auch mal. Schaut mal einfach bei ihm im Stream vorbei. Da bin ich auch ab und zu. Ich glaube, ich fange damit da einfach mal an, darüber so ein bisschen zu tweeten, wenn ich drin bin. So, was sind das für ein. Ach, ich habe jetzt die Playlist nicht nebenbei offen. Das ist natürlich meh. Achso, das ist Super Meat Boy. Gut, ich hab's erkannt. Gut, das Eisen muss ich da jetzt auch immer reinprügeln. Ah, die Wand muss ich hier auch nochmal austauschen. Ich habe auch darüber nachgedacht, dass ich aus diesen Batterieblöcken hier. Oder das sind ja jetzt nur so 3x3 Dinger, ne? Hier hinten ist. Eine Lüge, alles eine Lüge! Dass ich daraus dann wirklich 3x3 Blöcke baue. Ich weiß aber nicht, ob ich so viel Strom überhaupt gespeichert brauche. Vermutlich schon. Ich glaube, es wäre klüger, würde ich das alles speichern. Ich glaube, es wäre auch gar nicht so dumm, würde ich mir einen zweiten Soldra basteln. Ich kann mir mal ganz kurz die Kabel. Da gab es ja noch neue Kabel. Anschauen. Cable. Achso, dann brauche ich. Achso, accept any block less. Okay, gut. Ich dachte jetzt, es geht mit denen. Quartz-enriched Iron. Ach, da kriege ich dann 12 Refined Storage Kabel. Ich fände es halt cooler, würde das auch mit ganz normalen Conduits gehen, aber ich gehe mal nicht davon aus. Ach, schau mal, der Discgraph ist drin. 2S, keine S pro Tick. Dann mache ich das mal andersrum. So, den Discgraph setze ich dahin und den. Ich glaube, das Grid setze ich einfach drüber. So, bop. Machen wir mal so. Und dann der liebe Renchi. Könnte. Wie habe ich das gemacht? Schnell meinen Fehler wieder gut machen. Dö, dö, dö. So, und du gehst da bitte weg. Geh weg! Du vermaledeiter Sohn, du. Stell mich jetzt auf dich drauf, so, geht doch. Ich weiß nicht, warum ich mich immer draufstellen muss. Ich will das nicht. So, Grid, zack, funktioniert. Ach, der hätte jetzt dann nicht weiterarbeiten können, deswegen gut. Ja, gut. Wenn ich ihm. Wobei, du hast. Wie viel. Achso, du brauchst 5 RS pro Tick. Sind das. Ist ein RS gleich ein RF? Das wäre jetzt für mich so die Frage. Priorität. Plus 5, plus 10, plus. Ne. Brauche ich das? Ich glaube nicht. So, 16K Storage. Dafür bräuchte noch mal. Oh. Schmeiß mal lieber ein bisschen mehr Sand da oben ins Getriebe. Wir brauchen noch sehr viel mehr Silicon, bevor ich das jetzt gleich machen muss. Ich habe hier doch die komplette Kiste voll. Zack, 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 zack. Und alles rein da. Und dann hole ich mir noch mehr. Und pack da noch mehr rein. In der Hoffnung, dass ich mehr rausbekomme. Ist ja so, dass ungefähr jedes zweite Sand ein Ding hat. Theoretisch. In der Praxis jetzt vielleicht nicht unbedingt.
Ich würde ganz gerne, dass du die Theorie übernimmst in die Praxis. Oder vielleicht die Theorie sogar noch übersteigst. Das wäre schön. So, damit haben wir das fertig. Und dann brauche ich noch mal mehr. Da muss ich die jetzt nämlich alle zusammen schustern. Das dauert jetzt auch länger. Das wäre, glaube ich, klug, würde ich mir noch einen Soldier bauen. Komm, ich baue mir noch einen Soldier. Wie ging das Ding noch eins? Ich finde es gerade nicht in der Liste. So, sold. Das war mit Sticky Pistons. Gut, ja, die sind ja nicht schwer herzustellen. Definitiv nicht. Muss ich nur einmal wieder hier hoch. Hier oben haben wir nämlich die Schleimbälle auch drin. Und dann machen wir mir mal zwei Pistons. Ich habe kein Cobblestone dabei. Ich brauche... guck mal, das ist ein einfach komprimierter. Nein, keine Torches, bitte. Ja. Nicht das Kabel anklicken, so machen. Eins, zwei. Habe ich zwei davon. Dann eins, zwei. Habe ich zwei davon und dann ein davon. Sehr gut. Dann kann ich da noch mehr Zeug reinsetzen. So. Bist du angeschlossen? Erzählt angeschlossen. Dann kann ich eigentlich jetzt schon mal weitermachen. Add refined. Gut, ich bin gerade bei den 4K Storage Parts. Von denen hier brauche ich 3 Stück. Das heißt, ich brauche 3 mal 4, 12. 12 Gold. Muss ich nochmal hoch. Dann mache ich das da oben schon mal vor fürs nächste. Es ist die klügere Taktik. Ja, ja. Und ich bin ein bisschen ungeduldig. Ich will das neue Sturage-System haben. So. Ich nehme lieber nochmal einen Goldblock mit. Diamant. Ah, ich glaube, das reicht. Die Diamanten, die ich so habe. Na, schon wieder ein Creeper explodiert. Und ein bisschen mehr Silicon. Ups, falsche Kiste. Mache ich mal so. Das wird dann auf jeden Fall vernünftig gequetscht. Da muss ich nämlich jetzt auch nochmal 12 neue von quetschen. Brrr. Dass ich so viel kaputt machen muss. Was habe ich gesagt? 12, ne? Also rein damit. Die sind dann noch am... Oh, die brauchen ja wirklich ein gutes Stück. Gutes Stück Zeit brauchen die. Und der da auch. So, dann muss ich auch nochmal 12 Silicon friemeln. Was brauche ich hierfür? Hierfür brauche ich 4 Diamanten. Das ist kein Ding, die habe ich im Inventar. Ich bin vorbereitet. Wie viel verbrauchst du pro... Wo kann ich das nochmal einsehen? Das hatte ich da doch, hier irgendwo. 3 S, 3 N, bitte. Gut, das wären dann 5. Ja, du tickst mit 5. Da hinten ist Zottel. Dem schauen wir mal ein bisschen zu, wenn das jetzt rumarbeitet. Und sollte vielleicht gleich was essen. Was der nämlich macht, du, der zieht dann eine Mauer um uns alle herum. Der arbeitet quasi für Tizian, du. Tizian Trump. So, guck mal, da ist Freudi. Hallo, Freudi. Was macht Zottel da? Der hat so einige der Zombies unter sich versammelt. Ach schau mal, die Quarry arbeitet jetzt. Aber warum? Und so ein bisschen langsam arbeitet die, ne? So minimal. Schaut eigentlich schon cool. Schaut aus wie ein Kuchen, den man, wo man einfach das Mittelstück rausgeschnitten hat. Oh, jetzt habe ich Hunger. Oh, Kuchen wäre toll. Muss ich mir einen backen. Ich finde schön, dass ich da jetzt die Fackeln alle habe. Ja, aber wenn es zugeht, geht's zu. Kein Ding. Wird alles gut hier. Sagt, da habe ich einen Pfeil gehört. So gut wird's vielleicht dann doch nicht. Also gut, Zottel ist da schön am Abbauen neben uns. Der macht alles platt hier. Der hat die Planierraupe genommen und hat seinen Spaß, du. Gut, da habe ich jetzt 12 davon. Dann nochmal 12 davon. Aber
ich würde jetzt einfach die Folge beenden wollen und dann können wir quasi die nächste Folge weitermachen damit. Da warte ich jetzt ab, bis das durch ist und dann fange ich nächste Folge an. Wieder. Das heißt, ich bedanke mich einmal recht herzlich fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt Minecraft Furo. Bis dahin und tschö tschö.